der dort den Frontflügel abgestreift hat. Stoffel von Dorne aus Belgien auf der 1. Magnussen attackiert dahinter. Antonio Felix da Costa lässt sich aber noch einmal wieder zurückfallen. Wiederum da hinten fliegen der aufstiebende Kohlefaserteile. Sirotkin zurückgefallen bis auf die 7. Position. Verbremser von einem der beiden P1-Autos. Da hängt einer nach einem heftigen Einschlag in der Mauer. Matthias Leine, der zweite der P1-Piloten. Das heißt, Will Stevens ist unterwegs, hat sich verbremst. Matthias Leine aus Finnland ist dort frontal eingeschlagen. Gerade ausgehämmert. Na, Gott sei Dank nicht frontal, sondern das Auto vorher auf dem Kiesbett eingedreht.